Hallo zusammen, Christian mein Name. Heute ist mal wieder was Schönes bei mir angekommen, und zwar ein Päckchen aus China. Der ein oder andere wird es schon mal auf Twitter gelesen haben, doch ich spanne euch nicht lange auf die Folter. Und zwar kennt jeder von euch die EarPods von Apple und Bluetooth-Kopfhörer. Da meine kaputt sind, habe ich mir mal neue gekauft. Die sind jetzt in der Farbe schwarz, weil weiß ausverkauft war, und haben insgesamt 6,99 gekostet, versandkostenfrei, versteht sich. Ich würde sagen, wir schauen uns die guten Dinger jetzt mal an und schauen, was drin ist, und ja, allgemein mal alles. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal alles an. Man will es ja nicht gleich kaputt machen. Chinesische Hardware behandle ich teilweise immer wie Porzellan, weil wenn es runterfällt, kann es kaputt sein. So, okay, da ist ein Clip auf jeden Fall schon mal. Ja gut, viel Widerstand hat er jetzt nicht, um ehrlich zu sein, aber sollte reichen, um an einem T-Shirt festgeklebt zu werden. Hier haben wir dann so ein Steuerelement. Da seht ihr schon die Knöpfe für Telefon und für Musik, lauter und leiser. Micro-USB, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der Akku soll zwischen 3 bis 4 Stunden halten. Und ja, die Kopfhörer sehen halt genau wie Apple aus. Also ja, nur halt in Schwarz. Ich weiß gar nicht, gibt es EarPods in Schwarz oder nur in Weiß? Das Kabel ist ein Flachkabel. Was auch nicht schlecht ist, weil ihr habt das Ding wahrscheinlich hinter dem Kopf. Ich probiere es gerade mal. Hinter dem Kopf, und jetzt schaue ich mal, wie das im Ohr drin ist. Wartet mal kurz. Ja, doch eigentlich. Also es fühlt sich recht komfortabel an. Ich habe ja die Dinger nie benutzt, aber doch fühlt sich recht komfortabel an. Legen wir die mal auf Seite und schauen, was wir da noch haben. So. Das hier wiederum ist, was ich schnell auspacke, ist ein, ja gut, ein USB-Kabel zum Aufladen, ganz klar. Genau. So, wenn die Kamera mal nicht scharf stellen würde, wäre das natürlich hervorragend. Aber sie mag gerade nicht. Na gut, egal. Micro-USB-Kabel zum Aufladen und eine Bedienungsanleitung auf feinstem Chinesisch. Das ist doch schon mal was. Das kriegen wir auch alles so hin. Jetzt habe ich aber schon mal ein bisschen im Internet geschaut, zwecks Verwendung. Und ich zeige euch jetzt gleich im nächsten Abschnitt, wie man das ganze Ding nochmal pairt mit dem Smartphone. Also bleibt dran. Da wäre ich wieder mit einem Kamerawechsel. So, ihr müsst natürlich an eurem Handy jetzt erstmal Bluetooth einschalten, was ihr hier sehen könnt, wenn es scharf stellt, genau. Und dann müssen wir jetzt das ganze gute Gerät einschalten. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, wie man es einschaltet, aber es sollte eigentlich, genau. Jetzt seht ihr es blau blinken, jetzt weiß ich aber noch nicht, ob das der Prozess ist. Doch wenn es rot blinkt, dann sollte er das Gerät finden. Jetzt muss er es nur bitte scannen, wenn er das jetzt mal machen würde, liebes Handy. Jetzt weiß ich noch nicht, welches es davon ist. Das ist halt tatsächlich die gute Frage. Es könnte eines der beiden sein hier, aber keine Ahnung. Ah, hier seht ihr dann, taucht B3300 auf. Das pairt ihr dann, wenn es pairt. Dauert nur ein bisschen. Und ihr hört connected. So, jetzt schauen wir gleich mal, ob das soweit passt. Ich habe mir jetzt extra mal YouTube CC Content Musik geholt, damit da nichts geclaimed wird. Und jetzt höre ich mir das mal an. Doch, von der Musik her bin ich bisher recht. Ist in Ordnung. Also für die Musik, die ich so täglich höre, passt das. Jetzt schauen wir mal, wie laut die Lautstärke geht. Wartet mal, es ist ein bisschen ziemliches Gefrickel. Aber doch, von der Qualität her kann es sich hören lassen. Ich würde euch jetzt gerne mehr zeigen, aber ich habe halt nur das eine Lied jetzt drauf. Aber ihr könnt es ja hören. Ich höre da jetzt kein Knacken oder ähnliches, sondern ja, jetzt schauen wir einfach mal demnächst, wie die Akkulaufzeit ist. Ihr seht auch, dass es dann immer mal wieder blinkt. Genau. Und ja. Sagen wir mal so, für 6,99 kannst du natürlich nicht die Welt erwarten, aber doch durchaus. Es ist in Ordnung, meiner Meinung nach. Jetzt muss ich mal gucken hier. Genau. Und ja, wer also mal lustig ist auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, braucht ein billiges Bluetooth-Headset, kann ich euch das für 6,99 empfehlen aus China. Da kann man tatsächlich nicht meckern. Das wäre es dann auch schon wieder für dieses Video, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn du mehr Technik-Gadgets sehen willst, dann abonniere den Kanal.